Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zur 11. Folge jetzt von FM24 TSV 1860 München Let's Coop mit Freunden. Und hier sehen wir den Spielplan für den heutigen Block. Heutigen Block, ich rede dann vom 7.10.2024, da werdet ihr das um 21 Uhr sehen. Und ja, hier sehen wir rechts. Das ist von Bielefeld, wer da fehlt. Und wir gucken uns jetzt erstmal an, wir müssen gegen Bielefeld spielen, gegen Unterhaching, gegen Gladbach 2, gegen Ingolstadt und gegen Fürth. Das sind die fünf Spiele von heute. Und jetzt gehen wir in die Begegnungen rein. Und hier sehen wir jetzt, da ist noch ein Ergebnis von Waldhof gegen Ingolstadt. Die Waldhof-Buben gewinnen. Wir sehen uns dann gleich beim Spiel wieder. Bis gleich. Dritte Liga. München, 1860 München trifft auf Bielefeld. Das ist ein Auswärtsspiel. Bielefeld leichter Underdog in der Partie gegen 1860 München. Also wir sind so leichter Favorit und schauen wir uns mal die Aufstellung gleich an und dann geht es auch gleich los. Ne? So, willkommen zum Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld. Wir mussten ein bisschen durchwechseln, weil wir haben ein paar Spieler wie Verlat, der war jetzt ziemlich platt. Philipp ist erst in einer Woche spielbereit, der muss erst ins Training gehen. Und deswegen haben wir hier so ein paar Auswechslungen vorgenommen. Das heißt also, in der Verteidigung haben wir jetzt Hiller, Lang, Rheintaler, Welsmüller, Quadwo. Dann haben wir vorne im Sturm Lackenmacher und ich guck gerade. Schwarz, Joel Schwarz, ganz genau. Und die anderen Spieler seht ihr ja. Und auf der Bank haben wir auch ein paar Spieler von unten hochgeholt. Also wir müssen so ein bisschen durchwechseln. Ich gehe jetzt mit euch ins Spiel rein und ich hoffe, dass wir unserer leichten Favoritenrolle gerecht werden können. Wird ein schweres Spiel. Nidikom ist wieder von Anfang an dabei. Unser Jungtalent aus Hannover ist ja ausgeliehen. Ah, ihr seht es, Platz 10. Das wird schwierig, ne? Das wird schwierig. So, der Gegner mit einem Angriff. Und es gibt Elfmeter, glaube ich. Oder? Nee, doch, es gibt Elfmeter. Wir haben einfach Pech, ne? Wir haben einfach Pech. Hoffentlich hält Hiller den. Jawohl, Hiller, du bist ein Gott. Du bist ein Gott, Hiller. Das ist Bielefeld, die hier Druck machen. Und wieder Hiller. Also bis jetzt würde ich sagen, Man of the Match. Und Greilinger mit der Kontermöglichkeit. Ja, es verpufft aber schon. Bielefeld kann sich wieder formieren. Da ist Verenzi. Ja, lässt sich da den Ball einfach abnehmen. Mal ein Angriff von uns. Wir sind schon in der 33. Minute. Tarnath, Greilinger auf Joel Schwarz an die Latte. An die Latte. Der Torwart war noch dran. Bielefeld. Gefällt mir gar nicht die Spielentwicklung. Zu oft, dass Bielefeld vor unser Tor kommt. Vor allem nicht ganz ungefährlich, die Angriffe. Gott sei Dank, Hiller hält den Kasten sauber. Los für uns. Aber was für ein schlechter Pass nach vorne gespielt. Bin noch nicht zufrieden mit dem, was ich hier sehe. Immer wieder verlieren wir im Mittelfeld den Ball. Das habe ich ja schon ein paar Mal angemahnt, dass wir da Schwierigkeiten haben. Ist es passiert, 1:0 durch Adam Jodiski. Und ich habe es ja schon angesprochen, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir
in Gefahr kommen, in den Abstiegsstrudel reingezogen zu werden. Ich weiß nicht, was los ist. Wir werden jetzt etwas früher wahrscheinlich auswechseln müssen. Und wieder ist es Bielefeld hier. Wir haben jetzt schon vier frische Spieler ausgewechselt, oder eingewechselt besser gesagt, nicht ausgewechselt, sondern eingewechselt. Jetzt hoffe ich mal auf eine Reaktion von der Mannschaft. Aber es ist immer wieder, Bielefeld gewinnt die Zweikämpfe und wir verlieren sie halt, ne? Es ist nicht gut. Sieht nach einer derben Niederlage aus. Irgendwas stimmt in der Mannschaft bei uns nicht. Unser Spiel ist auch nicht gut strukturiert. Wie gesagt, wir verlieren oft Zweikämpfe im Mittelfeld. Jetzt haben wir mal der frische Schröter und der macht Gott sei Dank hier den Anschlusstreffer 2 zu 1. Das wurde aber auch Zeit jetzt. So, wir schmeißen jetzt alles nach vorne. Wir haben auf Offensiv geschaltet. Haben nochmal Soleimani reingebracht vorne im Sturm. Dass wir wenigstens erstmal den Ausgleich schaffen. Zeit haben wir ja noch. Aber auch hier solche Zweikämpfe, ne? Da laufen uns die Gegner einfach ein paar Meter weg. Ne? Das darf eigentlich nicht passieren. Ja, es passiert nichts mehr. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Und da ist das Spielende. Wir verlieren 2 zu 1 unser Auswärtsspiel gegen Bielefeld. Und das tut schon weh. Das tut schon weh. Und ich glaube, dass im Moment der Weg eher nach unten geht. Ich befinde mich in Vertragsverhandlungen gerade. Ob mein Vertrag verlängert wird, das werden wir sehen. Gehen wir erstmal schauen hier. Ja, schwer enttäuscht. Was soll ich sagen, um mal die Worte von Kai zu nehmen? Da sehen wir den Spieltag und wir sehen, wir sind jetzt nach 11 Spielen mit nur 13 Punkten. Das ist zu wenig. Und die Abstiegszone beginnt jetzt schon bei 10 Punkten, also das sieht eher aus, dass wir nach unten rutschen, ne? Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, das zweite Spiel in diesem Block steht an. Heimspiel gegen Unterhaching. Und 1860 steckt derzeit mit 5 sieglosen Ligaspielen in Folge in einer Krise. Tja. Bin ich als Trainer angezählt? Ich habe zuletzt eine Mannschaftssitzung abgehalten, da habe ich 35 Spieler hinter mich bringen können. Also ich scheine noch die Mannschaft zu erreichen, aber wir brauchen natürlich, und das brauche ich euch nicht zu erzählen, wir brauchen natürlich in dieser Situation Ergebnisse, positive Ergebnisse, wir brauchen Siege, wir brauchen Punkte, sonst wird meine Zeit demnächst hier ablaufen. So, wir gehen rein ins Spiel. Heimspiel für 1860 München. Es ist ein bayerisches Derby gegen Unterhaching. Und Gott sei Dank, Philipp ist bei uns wieder auf der Bank, glaube ich. Genau, David Philipp. Ich meine, wir reden jetzt vom 12. Ligaspiel und Philipp hat bis jetzt noch nicht stattgefunden. Und er war der Torjäger oder der Torschützenkönig der letzten Saison in der 3. Liga. Und ich hoffe, dass er jetzt gesund bleibt, dass er fit ist. Und wir starten heute mit Schwarz und Hanslik. Und in der Verteidigung ist wieder unser Kapitän Verlat wieder mit dabei. Kwadwo Cankurt muss nach wie vor Steinhardt, der immer noch schwer verletzt ist, vertreten. Wir wissen noch nicht, ob er zurückkommt.
Also geh mal rein, Freunde. Das war der Geniestreich. Ich hoffe heute auf ein gutes Spiel. Ich habe der Mannschaft gesagt, denkt nicht dran, wo ihr steht in der Meisterschaft, sondern denkt lieber daran, dass die Einstellung stimmt bei euch. Setzt euch ein, kämpft wie die Löwen. Dann ist alles gut. Abschluss von Heide vom gegnerischen Torwart. Super gute Balleroberung. Das gefällt mir. Vrenzi und leider am Tor vorbei. Es gibt Ecke für uns. Wir sind schon 35 Minuten am Spielen. Keine großen Höhepunkte. Meine Mannschaft ist verunsichert. Das merkt man aber hier. Trifft Jesper Verlat. Das habe ich euch schon ein paar Mal erklärt. Das ist einstudiert hier, diese Variante. Sie gelingt natürlich nicht bei jedem Spiel, aber heute gelingt sie. Und dann müssen wir natürlich der Mannschaft sprechen. Das macht jetzt 1-0 die Führung. Gott sei Dank. Die nächste Ecke, gelingt das jetzt nochmal? Oh, fast hätte es nochmal geklappt. Nochmal eine Ecke. Komm, Verlag, jetzt nochmal. Nein, diesmal macht Joel Schwarz, der schon 6 Tore erzielt hat. 2-0 die Führung. Gott sei Dank, die Mannschaft lebt. Gott sei Dank, ich bin so happy. Ich bin so happy. Oh. Ball-Einwurf. Tarnath hat den Ball. Niedekomm. Joel Schwarz wieder. Es gibt einen Elfmeter. Und wer soll den schießen bei uns? Ja, lass mal Virenzi schießen. Lass mal Virenzi schießen. Ich glaube, der ist da der Stärkste. Wir führen 2-0. Das wäre natürlich super, wenn jetzt das 3-0 folgen würde. Und er macht es eiskalt. Gleich ein Lob an die Mannschaft. Sein zweites Tor ist jetzt in der laufenden Meisterschaft. Die Mannschaft zeigt Gott sei Dank hier die richtige Reaktion. Einwurf durch Schwabel. Versuchen es der Sohn vom Präsidenten. Verlat hat den Ball. Bringt erstmal Ruhe ins Spiel. Kahn Kurt. Greilinger. Da löst sich vorne Hanslik. Wieder Kahn Kurt. Auf Greilinger zurückgelegt. Der verliert den Ball. Schade. Aber von hinten kommt Pinkert. Und da gibt es einen Freistoß. Und Maurice sieht rote Karte. Ändern zu kontrolliert. Ja, das können wir eigentlich machen, dass wir noch den Druck noch ein bisschen erhöhen. Und das könnte jetzt die Möglichkeit sein. Die Spieler sind noch sehr fit, muss ich sagen. Wir können noch weiterspielen. Jetzt haben wir natürlich einmal mehr. Wir führen 3-0, das sieht doch alles gut aus jetzt. Wieder Greilinger. Und das 4-0 durch Niedekomm. Das ist sein erstes Saisontor, seitdem er bei uns spielt. Von Hannover ausgeliehen. Auch hier gleich ein Lob an die Mannschaft. Das ist doch schön zu sehen. Ja, da können wir auch gleich Philipp das erste Mal reinbringen nach seiner längeren Verletzung. So, gleich müssten die Wechsel kommen. Philipp kommt dann rein. Also wir wechseln 4 Spieler aus. Jetzt aber erstmal nochmal wie Renzi. Joel Schwarz. An die Latte. Stabile 4-0 Führung. Jetzt sind die Spieler eingewechselt worden. Jetzt ist Philipp auf dem Platz. Ich will mal gerade gucken. Da ist noch was ausstehend.
Ball kommt rein und Hiller, Gott sei Dank, gute Parade von ihm. So, wir sind schon in der 83. Minute. Weiterhin 4-0. Gab jetzt keine weiteren großen Chancen. Wir haben noch einen Spieler eingewechselt. So haben wir unser Kontingent ausgeschöpft. Jetzt wird es gefährlich. Und da ist der Anschlusstreffer. Ah, mir wäre lieber gewesen, wir hätten zu 0 gespielt. Ich sage der Mannschaft nochmal Konzentration. Nochmal ein Angriff von 1860 über Ferenczi. Pinkert jetzt weit vorne, Ferenczi auf Rieder, Lackenmacher, und der macht sein Tor. Aber es ist abseits. Aberkannt. Schade. Hätte ich ihm gegönnt. Der macht ja, spielt ja eine gute Saison jetzt. So, dann haben wir das Spielende erreicht. Und ihr seht, wie ich unten aufatme. Gute Leistung hier von Nidikom, von Ferenczi, von Kahn Kurt. Verlat, Zwarz. Ja. Wirklich, da bin ich happy, dass wir jetzt nach der schweren Phase, die wir hatten, wir sind echt in so eine Krise reingerauscht. Und da bin ich natürlich hoch erfreut. Das sage ich der Mannschaft natürlich auch. Und wir gucken mal. Es ist nur dieses eine Spiel gewesen. Das heißt, die anderen haben erst noch ihre Spiele. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Und wir gewinnen das Derby. Und das war eine Machtdemonstration. Hier rauscht nochmal eine Nachricht rein. Viel übernimmt bei Sandhausen. Sandhausen hat einen neuen Trainer. Ich will mal gerade gucken, was hier. Hier sieht man es nochmal. Ja. Und da hat Sandhausen jetzt reagiert. Anscheinend läuft es nicht so gut. Und in den Nachrichten gucken wir auch nochmal ganz kurz, ob da irgendwas gibt. Ja, hier sehen wir es nochmal. Ne? Okay. Leider hören diese Hiobs-Botschaften nicht auf. Jetzt muss 1860 München verletzungsbedingt auf Verlat verzichten. Ich glaube, irgendwie 4 Wochen oder sowas halt Leistenzerrung. Das ist ärgerlich. Ja, wenn ihr denkt, es kommt nicht mehr schlimmer, dann kommt es noch schlimmer. Jules Schwarz, 25-jähriger Stürmer aus den Niederlanden, Ausfall für 6 bis 7 Wochen wegen Überbelastung. Überlastung. Sportlerleiste, also hat eine Leistenverletzung. Mann, 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 Mann. Unser Verletztenlager, wir sehen es hier, Steinhardt, Knöchelbruch, Dauer 6 Wochen bis 3 Monate, Verlat 2 bis 4 Wochen, Glück verletzt, Zwarz und Lukas Reich. Nee, 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 nee. So, das nächste Spiel steht an. Jetzt sind es, ist jetzt 1860 München trifft auf Gladbach 2. Und das ist ja der Aufsteiger aus der Regionalliga. Und ich gucke gerade mal, was hier geschrieben wird. Leichten Favoriten. Also Gladbach ist leichter Favorit gegen uns. Hoffentlich kriegen wir eine gute Mannschaft auf den Platz. So, das sind die beiden Teams. Borussia Mönchengladbach 2, Trainer ist Polanski. Und ich gucke mal, ob wir irgendwelche Spieler... Mika Schröers, der sagt mir jetzt was. Die anderen sind mir aber eher unbekannt. Und ihr seht es bei uns, wir haben Gott sei Dank noch eine gute, schlagkräftige Mannschaft auf den Platz gekriegt. Philipp ist immer noch nicht so weit, dass er von Anfang an spielt. Ja. Und Verlat mussten wir jetzt auch noch ersetzen. Und unseren Rekordtorschützen vorne, Zwarz, ist auch nicht mit dabei. Also, gehen wir rein.
Wird ein schwieriges Spiel jetzt natürlich. Aber ich hoffe, dass Gladbach nicht zu stark ist. Ich hoffe es einfach. So, Pinkert jetzt im Einwurf. 22 Minuten sind gespielt. Es ist nichts Dramatisches passiert. Gladbach ja auf Platz 5 in der Blitztabelle. Und jetzt Lackenmacher an den Pfosten. Ach, schade, schade, schade. Das wäre natürlich toll gewesen, wenn man da 1-0 in Führung hätte gehen können. Und jetzt befürchte ich wieder Gladbach, wenn die so früh den Ball... Das ist hier bei dem FM24, zumindest bei dem 3D-Spiel immer, dann klingelt es meistens danach. Aber gibt Elfmeter oder was? Ja, es gibt Elfmeter. Wir haben aber wirklich in letzter Zeit echt oft solche Situationen, dass wir Elfmeter... Aber Hiller hält manchmal einen und den hält er auch wieder. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also der Hiller, das muss ich wirklich sagen, wird immer besser, wird immer stärker. Aber jetzt wissen wir, warum Gladbach auf Platz 5 steht. Das ist wirklich eine Stärke hier von ihnen. Und ich hoffe, wir können jetzt dagegen halten. Und wieder ist es Hiller. Aber den kann er jetzt nicht mehr verhindern. Der war zu brutal. Der Schuss ungefähr aus 17 Metern. Keine Chance für Hiller. Aber Hiller hat bis dahin, wie ihr habt es ja gerade gesehen, megamäßig gehalten. Aber das war dann des Guten zu viel. Den konnte er gerade noch so zur Seite abwehren. Andere Möglichkeit hatte er auch nicht. Ja, Gladbach scheint die dominantere Mannschaft zu sein. Ich hoffe noch, dass meine Mannschaft sich fängt. Aber im Moment sieht es wirklich so aus, als wenn Gladbach hier weiter ihren Lauf fortführt, und das ist das 2:0. Und ja, was will ich machen? Was will ich machen, Leute? Ihr habt es ja selber mitgekriegt, eine Verletzung nach der anderen. Das kann eine Mannschaft in der dritten Liga, so viele Verletzte, das hältst du auf Dauer nicht durch. Das hältst du auf Dauer nicht durch. Die Angriffe der Gladbacher. Mannschaft kämpft auf jeden Fall. Man hat es ja auch gesehen bei Hiller, wie er sich dagegen stemmt, wie viele gute Paraden er hat. Aber jetzt wieder ein abgefälschter Ball. 3:0. Und das ist eine Abwärtsspirale, in der wir uns im Moment befinden. Letztes Jahr lief es noch relativ gut für uns. Wir haben die Verträge alle Spieler verlängert. Es ist also keiner gegangen, der jetzt hier im letzten Jahr wichtige Aktionen gesetzt hat. Es ist einfach Katastrophe. Wieder rollt Gladbach mit ihren Angriffen. Es ist zwar nur die zweite Mannschaft aus Gladbach, aber ihr wisst ja auch, sie standen auf Platz 5 vor dem Spiel. Und jetzt kommt es zu den Auswechslungen. Ich gucke noch mal hier im... Ganz bittere Stunde für meine Mannschaft. Nach dem letzten Sieg, wo es wirklich gut für uns lief, dann die Verletzung von Verlat, dann Verletzung von Joel Schwarz. Das sind zwei Schlüsselspieler in der Mannschaft, ja. Das sind tragende Säulen, die kannst du nicht ersetzen. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Spaß macht, auch wenn wir jetzt hier gerade den Arsch stramm gezogen kriegen, 4:0. Zu meinen Vertragsverhandlungen, es gab keine Rückmeldung vom Vorstand. Ich befürchte, dass das schon einiges gegen mich läuft. Ja, ich weiß es aber nicht. Ich befürchte es nur. Philipp, dass er jetzt da ist. Da müssen wir noch eine Zeit warten, bis der wieder richtig im Trainingsbetrieb steht. Wir müssen hoffen, dass er sich nicht weiter verletzt. Jetzt geht es aber Elfmeter für uns. Da würde ich jetzt mal sagen, dass ich vielleicht jetzt Philipp schießen lasse.
Aber das wird ihm gut tun, jetzt ein Tor zu erzielen. Man läuft natürlich Gefahr, dass er auch verschießt, aber ich gebe ihm einfach die Chance jetzt. Und er macht's. Er macht's. Und dann kann ich auch ein Lob aussprechen. Das wird ihm gut tun. Sein erstes Saisontor für 1860 München. Und er ist schon lange bei uns. Aber jetzt durch den Elfmeter. Ich hoffe, dass dann so ein Knoten bei ihm platzt. Jetzt wieder Philipp. Oh, an die Unterlatte. Der Ball ist noch heiß. Ah, es hat ihm sichtlich gut getan. Ne? Das hat man gesehen gerade. Das hat ihm gut getan. Aber es wird fürs heutige Spiel keinen großen Ausschlag mehr geben. Und das Spiel ist vorbei. Gladbach 2 hat hier dominant, ist dominant aufgetreten, hat uns gezeigt, wozu diese Mannschaft imstande ist. Und wir müssen leider Blut lecken, sage ich schon. Wir müssen leider hinnehmen, wie es ist. Ich bin enttäuscht. Wir müssen unsere Wunden lecken, so wollte ich sagen. Mein Gott, was rede ich denn für einen Blödsinn? Ja. 16 Punkte, Gott sei Dank, immer noch vom Abstiegsplatz. Aber ihr seht nach oben, 10 Punkte. Pff, das wird schwer. Das wird schwer. Nürnberg marschiert da oben mit 33 Punkten. Dahinter Regensburg. Hallische FC, überraschend da oben gerade, finde ich. Unten im Abstiegskampf Werl, Bielefeld unter Haching. Würzburger Kickers, Sandhausen müssen wir noch dazu zählen, Ulm müssen wir noch dazu zählen. Wir sind mit 16 Punkten Gott sei Dank noch so ein bisschen davon weg und ich hoffe, dass wir uns wieder nach oben entwickeln. Die Saison ist ja noch lang, wir dürfen jetzt nicht zu früh hier die Flinte ins Korn werfen. Ne? Oder wie ist denn der Vorstand mit dir zufrieden und wie sind die Ziele? Der Vorstand ist über den geringen Fortschritt bei den Vereinszielen enttäuscht. Fakt. Der Vorstand ist gespannt, wie die Mannschaft auf dem Platz antreten wird. Der Vorstand hält ihr Auftreten auf dem Transfermarkt für zufriedenstellend. Oder damit sind sie erstmal fein. Die Fans sind mit ihren bisherigen Transfers glücklich. Glücklich über den Effekt, den der Stil Flügelspiel in den letzten Spielen hatte. Sie sind besonders überfreut über das gute Passspiel. Der Vorstand ist über die Rückendeckung und Unterstützung erfreut, die sie von den Spielern erhalten. Ja, ich hatte ja eine Mannschaftssitzung gemacht und hier sehr enttäuscht über den finanziellen Aspekt von Klos, Timo Klos, den wir da ausgeliehen haben. Also, das sind so im Moment die Punkte. Im Block gegen Ingolstadt, die sind auf Platz 7 in der dritten Liga im Moment. Da läuft es eigentlich ganz gut für sie. Wir hoffen jetzt auf einen Sieg. Die Mannschaft steht, Heimspiel für uns auch. Ne? Philipp habe ich jetzt von Anfang an reingestellt. Ich hoffe, dass er jetzt soweit ist. Ich hoffe nach dem letzten Tor, auch wenn es nur ein Elfmeter war, dass er ein Aufwärtstrend, dass er Motivation hat. Ja? Und uns fehlt natürlich nach wie vor Verlat und Zwart. Die fehlen uns. Und hier sehen wir die Aufstellung der Chancer. Trainer ist Glöckner und gehen wir rein ins Spiel. Es ist immer schwierig in solchen bayerischen Derbys, aber wir müssen uns ja stellen und ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt mal wieder eine gute Leistung abrufen kann. Warten wir einfach mal, was passiert. Wir müssen ja mit dem, was wir haben, leben. Geht ja nicht anders. Löwen. Renzi, Greilinger, Gott sei Dank haben wir noch Quadro hinten in der Abwehr, Kahn Kurt macht das bis jetzt eigentlich ganz gut, wie er Steinhardt vertritt und jetzt gibt es einen Elfmeter und ja, ich wähle wieder Philipp aus, weil der braucht diese Erlebnisse einfach. Ich hätte jetzt auch Starke nehmen können, aber ich nehme Philipp, damit er Tore macht. Ich muss ihn wieder aufbauen, ich muss ihn wieder nach oben bringen. Und er trifft. Er trifft 1:0 Führung für uns.
natürlich ein dickes Lob. Und das freut mich jetzt, auch wenn es nur Elfmeter sind, aber er braucht Tor, um es wieder an sich zu glauben. Er ist fit jetzt mittlerweile wieder. Den Löwen. Übrigens Starke habe ich von Anfang an heute mal spielen lassen, also ein bisschen Erfahrung hier im bayerischen Derby. Der Schuss geht leider drüber. Mit Keidel. Weiter Schuss aus 17 Meter, aber auf Hiller ist Verlass, der leider den neuen Vertrag, der ihm angeboten wurde, von meinem Sportdirektor nicht angenommen hat. Er ist nicht interessiert. Kann sein, dass er die Entwicklung der Mannschaft im Moment nicht so positiv sieht und vielleicht seinen Vertrag auslaufen lassen will und dann weggehen will. Wir wissen es nicht, ne? Wir müssen mal schauen. Jetzt erstmal Ecke. Und die Chancer drücken weiter. Jetzt hoffe ich, dass wir den Ball erobern. Ja, Ferenczi hilft hinten gut aus. Ballbesitz erkämpfen können. 1-0-Führung steht. Wir haben Gott sei Dank nicht gleich einen Gegentreffer bekommen. Wir sehen auch wieder frühes Anlaufen von Ingolstadt. Aber wir haben Ballbesitz, ist im Moment gut bei uns. Wir kontrollieren ein bisschen das Spiel. Jetzt fehlte noch ein zweites Tor. Dann hätten wir etwas mehr Sicherheit. Pinkert hat die gelbe Karte erhalten. Jetzt Ferenczi. Kommt da außen vorbei. Nimmt Tempo auf. Legt nochmal zurück auf Pinkert. Nochmal auf Ferenczi. Das könnte jetzt was geben. Und Starke, der lange nicht gespielt hat, macht hier das 2:0. Auch hier wieder ein Lob an die Mannschaft. Das ist genau das, was ich mir wünsche. Das ist ja auch genau die wichtige Reaktion, die wir jetzt brauchen. Meisterschaft ist schwer. Ist noch lang. Das ist das, was wir hier haben. Angriff von Ingolstadt. Wir haben den Ball leider verloren. Sie drücken weiter nach vorne. Und jetzt gibt es einen Elfmeter. Aber wir haben lange keine Elfmeter mehr bekommen. Also das ist so ärgerlich. Aber Hiller hat schon 2 Elfmeter in dieser Saison gehalten. Ob er den jetzt auch hält? Nee, der war zu gut. Da muss ich jetzt der Mannschaft auch mal sagen, ich muss sie anfeuern. Bleibt dran jetzt. Lasst euch jetzt das gute Ergebnis hier nicht von wegnehmen. Wieder die Chancer im Ballbesitz, scheinen sich jetzt gefangen zu haben nach dem Rückstand. Jetzt das Anschlussreffer hat ihnen gut getan. Keidel. Boah, und in letzter Sekunde Verteidiger von uns dazwischen. Druck wird größer. Aber Philipp geht dazwischen, hilft hinten aus und kriegt den Freistoß sogar. Ferenczi, und der macht das 3:1. Das ist doch super. 3:1 für die 60er. Wir werden auch gleich auswechseln. Frische Spieler reinbringen. Aber das ist doch genau der richtige Zeitpunkt jetzt hier, wo 1860 zeigt, dass sie heute gewinnen wollen. Es geht weiter. Wieder die 60er. Ferenczi macht immer mehr Druck jetzt. Gefällt mir. Lackenmacher. Spielt eine gute Saison. Und das gibt Abstoß. Spieler auswechseln müssen. 2 neue Stürmer, 2 Flügelstürmer und Rieder musste rein. In die 3:1 Führung und wir greifen weiter an. Bin zufrieden heute mit dem Spiel.
Mannschaft hat die letzten schweren Spiele mit Verletzungspech, alles was wir da drin hatten, abgeschüttelt und heute gegen die Chenza, die auf Platz 7 stehen, ein gutes Spiel bis jetzt geliefert, aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Wir haben ja schon gesehen, auch in 3 Minuten kann noch ein ganzes Spiel gedreht werden, man muss aufpassen, aber Hiller ist wirklich echt hinten eine Bank. Mal wieder raus. Ah, man sieht aber auch, die Kräfte schwinden jetzt stark. Hoffentlich ist das Spiel bald vorbei. Ja, wir gewinnen 3:1 gegen die Chenza im bayerischen Derby. Das kann sich sehen lassen. Da muss ich auch mal sagen, da bin ich auch mal begeistert. Da haue ich mal alles raus hier und das gibt überwiegend positive Reaktionen in der Mannschaft. Und wir sehen, wir fangen uns jetzt auch langsam in der Tabelle. Nach 14 Spieltagen jetzt 19 Punkte, immer noch 10 Punkte auf den Relegationsplatz. Das ist noch machbar, ja. Und hier sehen wir es nochmal, 1860 München triumphiert im Bayern-Derby. Gott sei Dank überwiegend gute Ergebnisse und wir tun uns jetzt auch ein bisschen von unten die Gefahr des Abstiegsplatzes lösen. Also das ist doch so, schon mal super, da bin ich schon mal happy. Hier rein. Alle jetzt 14 Spiele, außer hier unten Viktoria Köln. Und das Schöne ist auch, dass Philipp heute wieder getroffen hat, auch wenn es nur ein Elfmeter war. Wir gucken jetzt mal hier in die Spielerstatistiken rein. Und Joel Schwarz, der verletzt ist, da sieht man mal, wie wichtig der für uns ist. Hier ganz oben mit dabei beim Notendurchschnitt. Der fehlt uns. Ich hoffe, dass er bald wieder zurück ist, genau wie Verlat, ja. Und hier sehen wir auch, hier ist er auch bei Torvorlagen, ist er ganz vorne mit dabei. Und Christoph da ferner mit 10 Toren jetzt vorne. Aber ich hoffe, dass da Philipp sich noch reinbombt. Das hoffe ich wirklich noch. So, der letzte Spieltag im heutigen Block. Kräuter führt. Aber ich muss sagen, so schlecht sind wir gar nicht durchgekommen. Also bin heute mehr zufrieden, wie ich dachte, dass es für uns schlecht laufen könnte. Und wenn wir dieses Spiel jetzt auch noch gut hinbekommen, dann sind wir ganz gut rausgekommen. Also das ist jetzt natürlich nochmal ein Kracher. Es ist auch ein bayerisches Derby. Ja, viele Zuschauer werden hier erwartet. Und ja, ich bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Ob auch jetzt noch von den Verletzten jemand zurückkommt, wir schauen mal. Berichte zum Spiel. Auswärtsspiel für die 60er gegen den leichten Favoriten führt. Also wir sind nicht ganz ohne Chancen. Fall erwähnen, 5 ihrer Spieler wurden für die Nationalmannschaft nominiert. Da haben wir einmal George Dumitru, der spielt bei uns im Moment noch keine große Rolle. Genau wie Emre Dursun und Emre Erdogan. Aber das sind Spieler, die kommen demnächst, ja. Und dann haben wir noch hier Manfred Starke für Namibia, ja. Und Sindulic für Bosnien. Der ist aber ausgeliehen. Hier gucken wir nochmal. Dumitru ist auch ausgeliehen. Emre Dursun, der ist bei uns drinne. Und Erdogan. Ja, das sind Spieler, die demnächst kommen werden, ne? Auf jeden Fall. Sicherheit wundern. Hier Trainer Zorniger von Greuther Fürth. War ja auch früher mal bei Stuttgart. Spieler, glaube ich, und sogar Trainer. Wir haben heute mal junge Talente eingesetzt. Also Richter kommt mal rein. Weltmüller, Rheintaler, Lang, Kurt, Lackemacher, Erol kommt rein, Bangerter, Schröter, Philipp und Guttau. Und so Spieler wie Quattro heute mal auf der Ersatzbank. Und auch hier der Torwart aus der Türkei, der Jugendmannschaft, hier auf der Bank. Bin sehr gespannt. Wir wollen mal die Jungen einfach mal reinschmeißen, ne? Vielleicht ist es ein Fehler, vielleicht ist es aber genau die richtige Entscheidung. Ab und zu mal ein bisschen Mut zum Risiko haben, muss sein.
Lackenmacher kann ich festhalten, spielt auf jeden Fall eine gute Saison. Hürth im Ballbesitz. Wir erwarten den ersten Angriff. Aber hier schön dazwischengegangen von Schröter. Super. Ah, schade. Ball doch nochmal verloren. Hat man gerade kurz erobert. Aber man sieht schon, die Spieler gehen mit dem richtigen, mit der richtigen Einstellung auf den Platz. Gegner natürlich, Kräuter führt schon sehr, sehr gefährlich. Und Richter geht dazwischen an die Latte. Aber hier geht es gleich richtig zur Sache, Leute. Mein lieber Mann, also hier ist gleich richtig Schwung im Spiel. Aber der Druck der Kräuter immer größer. Und jetzt ist der Ball im Tor. Pfaffenroth macht das Tor. Wird auch gegeben. Ah, ein Eigentor war es hier. Schade, schade, schade. Und Kräuter führt, lässt nicht nach. Lässt nicht nach. Abseits. Ich hoffe, dass wir bald mal so ein bisschen Gegenangriffe starten. Kurt. Immer noch Vertreter von Steiner, der immer noch verletzt ist. Schwere Verletzung, wie gesagt. Und da ist das 1:1 durch Finn Lackenmacher. Sein fünfter Saisontreffer. Da werden wir demnächst auch mal so ein bisschen gucken nach den Statistiken. Denn das weiß ich, das interessiert euch immer. Aber erstmal müssen wir hier gleich Lob aussprechen. 1:1, das kommt genau im richtigen Augenblick jetzt. Das gibt uns wieder Hoffnung. Nächster Angriff. Erol. Flanke nach vorne. Philipp. Und 2:1 durch Moritz Schröter, der heute mal von Anfang an spielt. Super. Super, super, super. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass auf einmal hier so eine Wende herbeikommt. Die Mannschaft lebt. War doch richtig, das war frische Spieler aufgestellt haben, die sonst nicht spielen. Geben wir gleich nochmal Lob raus. Schön von Schröter den Ball zurückerobert. Aber gleich der Fehler wieder im Mittelfeld. Da haben wir unsere Probleme. Aber Gott sei Dank, der Stürmer verschießt. Richter beim Abstoß. Jetzt keinen Fehler machen. Ja, sehr schön, Schröter. Philipp, komm. Ist natürlich jetzt schwer für Philipp. Der braucht noch ein bisschen Zeit. Aber die Elfmeter, die kriegt er jetzt von mir zugesprochen. Jetzt wird es gefährlich. Aufpassen, Männer. Aufpassen. Jetzt wird es... Ja, das wird gefährlich. Richter verpasst den Ball und dann... Zwei, ja, natürlich ein Torwartfehler gewesen. Und wieder ist es Pfaffenroth, der hier ausgleicht. Geht hin und her heute hier. Muss ich der Mannschaft sagen, konzentriert euch. Konzentriert euch. Ihr könnt schaffen, aber so ein Fehler von Richter, der darf natürlich nicht passieren. Da kriegt er mal seine Einsatzchance und dann macht er so ein Ding. Ne? Von Kräuter führt. Drehen jetzt wieder auf. Aber diesmal macht Richter eine gute Parade. Lässt sie also nicht einschüchtern von der Geschichte eben. Ja, schön von Guttau. Schön von Guttau. Aber die sind gleich ihm auf den Fersen, machen gleich Druck nach hinten. Also das habe ich auch noch nicht gesehen.
die 60er. Ja, seid euch einig. Erol mit einem blöden Fehlball. Aber das ist das, was ich meine. Wir machen im Mittelfeld oft Ballverluste, die uns dann schwer zu Buche schlagen. Ah, jetzt klingelt's. Ja, das ist bei dem F24 so, das sieht man immer. Also ich erkenne das mittlerweile. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wollen wir die Mannschaft nochmal anfeuern hier? Kommt Jungs, ihr könnt das noch schaffen. Ist alles noch. Denkt an das Spiel gegen Nürnberg. Fürth macht leider im Moment sehr starken Druck. Wir haben jetzt nochmal ausgewechselt, ihr habt es ja gesehen gerade. Ich hoffe, dass da nochmal ein Effekt entsteht. Lappenmacher und dann wieder dieser Fehlpass. Ich könnte dafür killen. Ist jetzt neu reingekommen. Komm. Und Finn Lackenmacher macht sein 6. Saisontor. Das ist doch super. Das ist doch super. 71. Minute. Ist noch alles möglich. Ist noch alles möglich. Tor zählt auch. Gott sei Dank. Aber hier der neue Mann Emre Erdogan, unser Jungnationalspieler. Ja, die jungen Leute sind gefordert. Es war eigentlich ein Foul, habe ich da gesehen, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Ja, kommt Jungs, holt euch den Ball. Lasst euch hier nicht die Butter vom Brot nehmen, weil das gibt ein Tor. Oh, aber Richter, tolle Parade. Tolle Parade. Wir bleiben jetzt drauf. Letzten Minuten laufen, noch mal ein Freistoß für Greuther Fürth. An die Latte, meine Güte. Ich sag, ich kann der Mannschaft nichts mehr sagen. Ich habe schon zu viele Befehle rausgegeben. Also wenn es ein 3-3 ist, wäre ich zufrieden, aber es gibt noch mal einen Angriff von Greuther Fürth. Das hört nicht auf. Ist es passiert, das könnte der Siegtreffer sein für Greuther Fürth. Ich sage der Mannschaft jetzt noch mal mehr fordern. Wir müssen noch mal alles reinhauen. Es ist schade, dass wir das 3-3 nicht halten konnten, aber der Druck von Greuther Fürth ist zu groß.
Wir haben natürlich heute auch viele Spieler in der Mannschaft gehabt, die noch nicht die Erfahrung haben. Kriegen wir nochmal eine Chance oder ist es gleich vorbei? Ich glaube, es ist vorbei. Ja. Schade, schade, schade. Ich hätte euch lieber mit einem Sieg oder mit einem Unentschieden noch dieses letzte Spiel präsentiert, aber ja, ich bin enttäuscht, muss ich natürlich sagen. Und nach jetzt 15 Spieltagen 19 Punkte zu haben. Das einzige Gute ist, zum Abstieg haben wir noch viele Punkte. Nach oben kommt es jetzt noch darauf an, wenn da noch Spiele gespielt werden. Muss man nochmal gucken. Ja, ist ärgerlich. Aber Greuther Fürth war natürlich auch ein schwerer Gegner. Nächster Gegner ist Duisburg. Das ist der 15. Da haben wir vielleicht etwas mehr Chancen. Und den Spieltag lassen wir jetzt nochmal laufen, um dann zu gucken, wenn sie alle 15 Spiele haben. So, alle haben es jetzt noch nicht. Wir machen mal weiter. Ja, die besten Spieler der Welt. Brauche ich mir gar nicht angucken. Kein Thema für uns. So, was haben wir hier? Saison gleich gibt es ein Comeback für die Reserve. 17 Jahre alt, 4 U20 Länderspiele. Sehr gut. Sehr gut. Also wir haben interessante Spieler, aber wie ihr gesehen habt, wir können sie natürlich noch nicht alle einsetzen. So, jetzt haben alle ihre 15 Spiele. Jetzt können wir hier die Tabelle besprechen. Nürnberg natürlich weiterhin auf Kurs, aber Regensburg hat aufgeholt, hat auch 36 Punkte. Wir haben jetzt, wir stehen genau in der Mitte nach 19, aber hier unten, oh, Bielefeld hat aufgeholt. Es sind nur noch 5 Punkte zwischen uns und einem Abstiegsplatz. Eieieiei. Ja, es sind nur noch 5 Punkte. Da müssen wir aufpassen. Deswegen wird das Spiel gegen Duisburg richtig schwer. Gladbach 2 marschiert weiter. Kräuter führt. War der schwere Gegner, aber vielleicht hätte man mit einer etwas erfahreneren Mannschaft besser ausgesehen, ich weiß nicht. Aber ich muss die jungen Spieler ja mal bringen. Es sieht im Moment noch danach aus, ich meine, es sind 10 Punkte. Wir haben erst 15 Spieltage, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Wir haben ja 38 Spiele, das heißt 23 Spieltage sind es noch. Wenn die verletzten Spieler wieder zurückkommen, da kann sich auch noch was tun. Und wenn wir dann in die Winterpause gehen, mal gucken, was unser Sportdirektor oder was ich noch machen kann. Aber die Mannschaft muss eigentlich nicht verstärkt werden. Die ist gut genug. Ja, wir haben ja alle wichtigen Spieler verlängert. Also da mache ich mir noch keine Gedanken. Ich sage Dankeschön. Geht bitte auf die Kanäle, die ihr in der Beschreibung seht bei mir. Guckt bei den anderen vorbei. Jeden Montag FM24 um 21 Uhr. Dienstags immer DFB-Pokalspiele oder wenn es mal internationale Spiele gibt. Das kann ja auch bald irgendwann mal sein. Ja, lasst uns ein Abo da. Das kostet nichts. Und Like da lassen. Freuen wir uns natürlich drüber. In diesem Sinne sage ich bis zum 14. Das ist jetzt am 7.10. Dann sehen wir uns am 14.10. wieder. Bis dahin alles Gute, euer Fritz Smiloni.